Ich habe so einen Gluckgutschein bekommen und dann hat man gesagt, das kann man auch haben. Also wenn mal jemand will schnuppern will, was kostet denn so ein Gutschein? Wem bin ich das erste Mal dabei? Wenn jetzt jemand von Kreuzingen sagt, da will ich jetzt auch mal hören, was die da verzapft haben, würde es mal erleben. Was kostet so ein Gutschein? Man kann so am Wochenende einfach vorbeikommen, auch von Unfall angemeldet, zahlt man 35 Franken für eine Platzrunde. Also ich kann mit den Winden rauf, hinten reinhöckeln, und rumfliegen und landen für nur 35. Und dann haben wir noch viel zahlen für Versicherungen, Jochen Reuter. Nein, da ist alles mit dabei. Versicherung besteht, ist abgeschlossen. Das war für den Windenstart alles. Und da kann ich mit jungen und versierten Piloten, mit allen gehen, hemmungslos? Nein, nicht hemmungslos. In der Schweiz gibt es noch die Besonderheit, dass man für Passagierflugberechtigung eine Prüfung ablegen muss. Und eine gewisse Mindestanzahl an Starts auch nachweisen muss, und zwar immer wieder. Ja, ich kann nicht nach einer Winterpause sofort mich in ein Flugzeug setzen, einen Passagier mitnehmen. Ich muss Übung nachweisen. Und gerade in der Cumulus sind wir bemüht, dass wirklich nur erfahrene und bewährte Piloten Passagiere fliegen. Gut, jetzt, Jonas, wenn man so einen Fluggutschein will, dann hat es geheißen, wir können den haben, wir können auf dem Internet sogar bestellen. Ihr habt in dem Fall eine Homepage, ja. Wie heisst ihr? Vielleicht kann man sie gerade zeigen. www.gumulus-segelflug.ch. Und jetzt komme ich her mit dem. Ich sage jetzt mal, es ist morgen um 10 Uhr. Wann kann ich einmal das erste Mal in die Luft? Geht es bis am Abend um 5 Uhr? Oder kann man es jemanden abschätzen? Und da kann man durch den Tag durch, kann man da miteinander abmachen. Je nachdem, wie viele andere Passagiere das auch hat. Gut, und dann kommt es sicher aufs Wetter an, kommt der Fall. Aber es ist ja ein wunderschönes Quartier. Sie können auch dort durchnehmen, ein bisschen spazieren und so weiter, bis sie zum Fliegen kommen. Aber jetzt gehen wir wieder fliegen. Und zwar gehen wir mit dem Jochen Reuter auf den Kurzflug, den wir vorhin gesehen haben, wo einer von uns stinkweich einfach reingehöckelt ist. Jetzt haben wir ein bisschen über das Fliegen geredet, den Kunstflug. Also auch den kann ich geniessen. Jetzt reden wir aber von dieser Schweizer Meisterschaft.
Sie sind tätig als OKA-Presse. Was gibt es alles zu machen? Ja, letztlich müssen wir den kompletten Wettbewerb organisieren. Eine Unterkunftsmöglichkeit für die Piloten, ja, für ihre Flugzeuge. Wir müssen die Gastronomie, die Verpflegung organisieren und ein Wettbewerbsbüro mit Wettbewerbsleitung, die dann die Flüge organisiert und auswertet. Riesen Job. Der Jonas ist in der RNSM sehr schmal dabei. Ihr habt ja einen Schweizer Meister, der seinen Titel mal verteidigen, oder? Genau, ja. Der Steven Dünke, ja. Hast du mal mit dem geredet oder trainierst du mit dem? Oder? Ja, ich bin jetzt auch gerade vor 3 Wochen, da bin ich mit ihm mal einen schönen Flug gemacht. Habe ich auch viel können von ihm lernen. Und so, ja, es ist auch immer so ein Geh und ein Nehmen untereinander. Mit dem Weltmeister hat man auch Kontakt. Tun die auch Fachsimpeln oder sogar Flüge miteinander? Also fliegen tun wir zwar eigentlich nur kunstflugmäßig, aber es gibt schon ein bisschen was zu vermitteln. Ja, gerade vom Mentalen her glaube ich schon, dass man sehr ein bisschen was lernen kann. Und ja, die Motivation kann man schon mal wieder rüberbringen. Ne? Ja, sicher. Was macht denn ein Jungpilot an der Schweizer Meisterschaft? Macht auch Kunstflug? Gibt es die Disziplin auch? Also da wäre jetzt ein Streckensegelflug im Prinzip. Da wird am Morgen ein 3 gefahren, also vom Start aus, wo man 2 Wendepunkte abfliegen, immer erst kurzer Zeit. Was muss ich mir da vorstellen? Muss ich auf Chur kehren oder auf München den anderen Punkt holen oder ist das näher zusammen? Wie sieht das aus? Also da gibt es die Wettbewerbsleitung vorher vor und da ist je nach Wetter die Strecke vorgegeben. Aber ich würde gleich ein bisschen hören, so was für Dimensionen, Jochenreuter, was sind da etwa? Ja, wie ihr sagt, es hängt vom Wetter ab. Ja, es können 150 Kilometer Strecke sein, es können aber auch 500 Kilometer sein oder 600 Kilometer. Das ist so das Maximum, was wohl von Amlikon in der Jahreszeit möglich ist. Und dann wird geschaut, wer am schönsten fliegt oder wer am schnellsten fliegt oder wer weiß der Wettbewerb? Wie gesagt, in möglichst kurzer Zeit auch die Strecke abzufliegen. Man kann auch selber bestimmen, wie man losstartet. Ja. Ja. Wie der OKA-Chef muss ja die Zeit stoppen, oder? Wie macht man das, wenn er vom Haken geht, oder wie löst man das aus und wann ist fertig? Ja, jedes Flugzeug hat einen GPS-Logger dabei, der also den Flugweg aufzeichnet und der dokumentiert, wann der Pilot über eine vorher festgelegte Startlinie geflogen ist und ab dann zählt die Zeit. Und das Schluss? Ist das Land dann am Boden oder auch wieder die Linie? Nein, aus Sicherheitsgründen haben wir diesmal ein Ankunftskreis definiert. Ja, wenn man in den reinfliegt, dann ist fertig und dann hat man Zeit genug zum Landen. Jetzt reden wir nicht mehr über eure Flügerei, sondern unsere Zuschauer, die vielleicht mal endlich nicht nur euch können sehen, kreisen da oben, sondern vielleicht auch sehen auf dem Flugplatz. Was sehen Sie an dieser Schweizer Meisterschaft? Warum müssen Sie kommen? Jonas. Ja, sicher das Starten der Flüger nachher und am Schluss sollen alle Flüger zurückkommen, über die Ziellinie fliegen. Das ist sicher das Faszinierendste. Aber es hat auch neue Beine, wo man zusammenhocken kann. Ja. Vielleicht kann man auch die Tournoi spazieren. Das sind sensationell schöne Spazierwege. Über mir da sind ganz viele Velofahrer euch vorbeigefahren. Die haben alle müssen absteigen schnell. Jetzt, was sagt denn Jochen Reuter? Warum muss man schauen? Ja, genau aus den Gründen. Man kann sich den Betrieb mal anschauen. Ja, man sieht konzentriert viele interessante Segelflugzeuge. Ja, schnelle Startfolge, muss nicht lang warten. Man sieht Pulks von Flugzeugen, die in engen Aufwinden kreisen. Man hat Gelegenheit, sich in der Beiz was Leckeres zu essen zu kaufen. Und man sieht abends zum Beispiel dann auch diese Ankünfte, die sind meistens sehr spektakulär. Man fliegt sehr schnell, die Flugzeuge am Wasser drin, lassen das dann ab. Das ist wie so ein Kondensstreifen hinten raus. Majestätisch schön schaut es oft aus, wenn die großen Flugzeuge da ankommen. Also es macht schon Laune. Ich wünsche euch zwei ganz viel Erfolg Ihnen im Organisieren, Jonas, im Flüge. Ich hoffe, wir hätten dann nachher wieder einen Schweizer Meister, aber wäre verrückt, wenn dein eigener Kollege als Schweizer Meister wärst aus. Oder wie geht man um mit so etwas? Da geht man völlig freundschaftlich mit um. Gut, ja. Hoffe ich, dass Papi bei euch und ich hoffe, ihr habt auch ganz viele Gäste. Aber wir verabschieden uns jetzt, aber nicht ohne Ihnen nochmal ein bisschen Lufterlebnis zu vermitteln. Viel Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vielleicht zu weit.
hielt mich fest an dir und spürte tausend Flügel in mir. Sag, kann es sein, dass wir zu sicher waren? Wir sind total abgefahren. Ich habe es einfach Liebe genannt. Losgelöst, die Scherben aufgerollt. Sag, haben wir das alles nur geträumt? Und wir wollen.